persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich bei Claudia Lesser. Ich glaube, das haben Politiker wahrscheinlich mit Leuten, die Schauspieler oder Fernsehmoderatorinnen, gemeinsam, dass sie grundsätzlich sich gern präsentieren müssen, eine Sache müssen gern präsentieren, für eine Sache auch einstehen. Wenn ich das nicht gern machen würde, wenn es mir jedes Mal unwohl wäre, wenn ich für etwas müsste kämpfen, dann sollte ich wahrscheinlich wirklich etwas anders machen. Wichtig ist aber, dass es immer um die Sache geht. Ich glaube, meine Mutter war mein Vorbild. Meine Mutter war auch sehr präsent. Ich glaube, meine Mutter hat mich ganz stark geprägt. Sie hatte ein sehr offenes Jahr. Sie war auch neugierig gegenüber anderen Kulturen. Sie war sehr ein freundlicher, zugänglicher Mensch, der immer das Miteinander gesucht hat. Ich glaube, sie hat mich sehr geprägt. Also das ist das A und so, wenn das Umfeld, nicht nur die Frau, einfach das ganze Umfeld nicht akzeptiert, dass man politisch aktiv ist. Meine Frau ist hinter mir gesessen im Zürcher Kantonsrat und ich habe immer gewusst, dass sie das versteht. Und sie ist auch jemand, der selber beruflich sehr engagiert ist an einer Hochschule. Die hat ein eigenes Leben. Die ist, nicht einfach die Frau von Mario Fehr, sondern sie ist sich und ich bei mich. Und ich glaube, das ist gut so. Also, ihr habt hier im Kantonsrat kennengelernt? Ja, sie ist hinter mir gesessen. Und hast du dich irgendwann umgekehrt gefunden? Ich habe mich nie umgekehrt. Sie hat sich nach vorne gebracht. Nein. Also, wir haben das einfach dort kennengelernt. Und dann bin ich dann irgendwann im Nationalrat gewählt worden, 1999. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wenn man sich weiter will, Treffen, wo man das anders organisieren, als dass man nur sich im Kantonsrat sieht. Und sie von dir nur immer den Rücken gesehen, oder? Sie haben mich tatsächlich immer nur von hier gesehen. Das stimmt so. An der Nasenspitze, weil es da so runtergeht, das ist natürlich auch kann und will beeinflussen. Oh ja, das ist dann schon noch etwas und das ist aber eher ein bisschen wohlwollend. Er kann natürlich vielleicht auch andere begeistern, also er muss nicht bösartig sein oder so, aber beeinflussen ist dann schon eine starke Eigenschaft, die Mario Fehr hat. Also das stimmt auf jeden Fall. Also ich mache Politik nicht einfach nur, damit ich ab und zu kann in einem Staatswagen im Kanton Zürich rumfahren und an einem Empfang darf sein. Das ist nicht das, was mich antreibt, sondern ich will etwas bewegen. Also ich habe früher selbst Fußball gespielt, Juniorenfußball, Drittliga, Zweitliga, aber also ganz ehrlich gesagt, wenn ich hätte Profifußballer werden hätte ich das sicher gemacht. Aber das hat offensichtlich nicht gelangt. Und, vielleicht bin ich darum jetzt Politiker geworden. Aber ich liebe natürlich den Fußball. Und wenn ich kann, zum Beispiel auf England ein paar Tage gehe, Weihnacht, Neujahr, Boxing Day und die Tage, die nachher kommen, und 5, 6, 7 Premier League-Spiele hintereinander schauen, dann ist das für mich eigentlich das Grösste. Und ich bin wirklich in einer ganz anderen Welt. Und ja, das gefällt mir total. Ja, gut, ein guter Fußballtrainer tut nicht nur vorwärts peitschen. Ich glaube, ein guter Fußballtrainer schaut vor allem, und es sind auch nicht immer die gleichen Elf, welche Elf er in welcher taktischen Konstellation einsetzt. Ich glaube, das ist etwas, was ich recht gut kann. Ich habe extrem gute Leute bei mir in meiner Direktion. Und mir jeweils überlegen, in welcher Formation man jeden Match gegen wen kann gewinnen. Aber ich will gewinnen, das ist schon so. Und wie gehst du mit Niederlagen um? Also zuerst mal versuche ich, Niederlagen zu vermeiden. Das ist vielleicht auch vorsichtig. Also wenn ich merke, dass wir in eine Niederlage hineinkommen, dann suche ich vielleicht einen anderen Weg. Einmal ein bisschen so und ein bisschen so. Vielleicht nicht immer einfach stur an etwas festhalten, einen Kompromiss finden, dass es doch noch einen Erfolg gibt. Und wenn ich eine Niederlage bekomme, dann sage ich, das ist eine Etappe auf dem nächsten Sieg. Das ist Audrey Hepburn, die junge Audrey Hepburn in meinem Lieblingsfilm «Breakfast at Tiffany's», wo ich sie einfach bezaubernd, unglaublich anrührend finde und wo es eine berühmte Schlussszene gibt, so in einer Seitengasse, wo sie
Und der Mann, wo sie dann doch noch zusammenkommen, am Schluss einen Kater aus dem Regen rausnehmen. Und dann strömt alles vom Himmel oben runter und manchmal bei mir auch Tränen. Ah, das gibt es, dass du dann ganz emotional mitgehst? Ja, also bei Film schon, ja klar. Und auch bei der Audrey Hepburn sowieso. Aber das ist wahrscheinlich die Filmszene, die mich am meisten zu Tränen gebracht hat in meinem Leben. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.